Die Wasserstraßen von Valoran sind alt. Doch der Dämon Tam Kench ist noch viel älter. Von den schlammigen Glücksspielzelten am Schlangenfluss, über die salzverkrusteten Spielhallen von Bilgewasser, bis zu den goldenen Wetttischen in Piltover und Saun. All jene, die einen begehrlichen Blick auf die Reichtümer anderer werfen, kennen das unstillbare Verlangen, das man nach einer Begegnung mit dem König des Flusses verspürt. Die ersten Geschichten über diese Kreatur wurden von Reisenden erzählt, die den Schlangenfluss befuhren. Sie warnten einander vor einem gewaltigen Fisch mit einem riesigen Maul, der Unzufriedene mit dem Versprechen nach mehr in seine Fänge lockt. Eine dieser Geschichten handelte von einem jungen Mann, der für seine Ehrlichkeit bekannt war. Obwohl er in eine Familie von Flößern geboren worden war, sehnte er sich nach einem Leben jenseits der verarmten Flussufer, die er so gut kannte. Und der König des Flusses versprach ihm eine unvergessliche Erfahrung, wenn er nur eine kleine Lüge verbreitete. Dies erschien ihm harmlos, also verbog der Flößer in einem Gespräch mit seinem Bruder die Wahrheit ein bisschen. In derselben Nacht erschien der Dämon und enthüllte eine Gabelung im Fluss, die dem Flößer zuvor nie aufgefallen war. Er folgte ihr bis zum Lager eines fremden Volkes, das ihm Speis, Trank und erfrischende Gesellschaft anbot. Als die Dämmerung sich näherte und der Flößer gesättigt und bereit zur Rückkehr war, erschien der Dämon erneut und versprach ihm ein noch beeindruckenderes Spektakel im Tausch gegen eine zweite Lüge. Sein Interesse war geweckt. Er nahm das Angebot ein weiteres Mal an und tischte seinen Gastgebern Märchen auf. Der Fluss verzweigte sich erneut und er erlebte einen Abend, der weitaus reichere Annehmlichkeiten bereithielt. Und so ging es weiter, Nacht für Nacht, bis die Lügen des einst ehrlichen Flößers nur so aus ihm heraussprudelten. Als der Fluss schließlich ins Meer mündete, fand er sich allein und verloren wieder. Es gab niemanden mehr, den er hätte anlügen können. Nach so vielen schlechten Entscheidungen, die er alle selbst getroffen hatte, war ihm kein Weg zurück nach Hause mehr geblieben. Die brackigen Gewässer des Festlandes trugen die Geschichten des Königs des Flusses bis zu den Inseln der Blauen Flamme, wo die legendäre Kreatur den Namen Tam Kench bekam. In Bilgewasser kommen und gehen das Glück und der Reichtum wie die Gezeiten des Meeres. Die vielen Geschichten, die in den Schenken über den alten Tam, einen Wasserdämon mit unersättlichem Appetit für Glücksspiele, erzählt wurden, machten das redselige Geschöpf zum Symbol für viele Spielhöllen und Sündenhäuser. Als die Sonnentore sich öffneten und der Handel zwischen Bilgewasser und Piltover aufblühte, schwappten Tam Kenchs Geschichten auch in die Stadt des Fortschritts, sowie Saun, ihren zwielichtigen Unterbau. Dort kennen die Kinder Tam als Zweimäntel, einen Fisch so gewaltigen Ausmaßes, dass er zwei feine Jacken trägt, die zusammengenäht sind. Mit einem flotten Zylinder und einem Lächeln breiter als die ganze Grube heizt er die Eifersüchteleien zwischen jungen Werksmeistern an. Der Legende nach kam er an einem Tag des Fortschritts zu einer pildoveranischen Erfinderin, die in Schwierigkeiten war. Er bot ihr eine Idee an, mit der sie garantiert die Aufmerksamkeit eines wohlhabenden Clans auf sich lenken konnte. Als Gegenleistung verlangte er lediglich eine Strähne ihres Haares. Die ehrgeizige Frau schlug ein und tatsächlich hatte sie schon bald einen lukrativen Vertrag unter Dach und Fach. Doch eine einzige Erfindung war nicht genug, also erschien Zweimäntel ein zweites Mal und bat sie um all ihre schönen Locken. Um ihre neuen Kunden nicht zu enttäuschen, stimmte die Erfinderin auch diesem Handel zu. Und Zweimäntel verzehrte ihre Haare auf der Stelle. Und doch kam die Frau nicht auf die eine Erfindung, mit der sie in die Geschichtsbücher eingehen würde. Also kam der Dämon erneut und forderte diesmal im Tausch eine Fingerspitze. Die Woche darauf folgte ein Ohr. Ein Jahr ging vorüber und der Frau blieb nicht mehr viel, was sie geben konnte. Schließlich rief sie Zweimäntel selbst herbei und flehte ihn an, das alles aufhören zu lassen. Er lachte, riss sein Maul auf, versprach ihr, dass er sie vor sich selbst beschützen würde und verschluckte sie mit einem Haps. Der König des Flusses, der große Watschler, der alte Bauchgähner, Zweimäntel,
Der Dämon Tam Kench ist unter vielen Namen bekannt. Doch alle, die ihm begegnet sind, haben eine Lektion gelernt. Egal wie verlockend seine Worte auch sein mögen, in seinem Maul ist man verloren. It is my mouth into which all travels end. Call me king, call me demon. Water forgets the names of the drowned.